Hallo Leute und willkommen zurück zu Factorio. Ja. Verteidigung auffrischen, Part 3. Naja. Oder Part 4? Nee. Und wir haben immer noch keine Forschung angeschmissen. So, den können wir mal ganz wegmachen hier. Ja, theoretisch kommen sie hier diesen Weg lang. Die Feinde von unten. Man kann das sogar erzwingen, so ein bisschen, indem man ein sozusagen eine Todesschneise baut. Ja, oder weniger so. So. Zeige ich euch mal. Also wenn man jetzt sagt hier, nur noch mal einen noch länger. Ja, man muss natürlich die zum einen den Roboter, dann das Band einrechnen. Und natürlich dann noch wieder zurück. So. Sollte eigentlich passen. Und das natürlich von beiden Seiten. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. So. Hoch. Weil, wie gesagt, die suchen sich immer den, mehr oder weniger den schwächsten Punkt in der Basis. Na, und da versuchen sie halt durchzukommen. Jo. Das reicht schon wieder nicht aus hier. Ja, mehr oder weniger das Feld optimal eigentlich ausgenutzt. Ja, man könnte zwar noch dichter bauen, dann kriegt man noch mehr raus. Ja. Das sieht gar nicht gut aus. Rot bedeutet eigentlich immer, dass sie halt Schaden gemacht haben. Und wenn das Rote nicht weggeht, dann greifen sie die ganze Zeit noch weiter an. So, 15, 15, 20. 25, 30, machen wir mal 30 Stück. Ja, das könnt ihr auch sehen, jetzt greifen sie die von hier oben auch, von da oben auch schon an. Ja. Hm.
mal so ein paar Reparaturklamotten bauen, ne? Besser ist das. Und, ah, der hat jedenfalls schon mal die Panzerbrechende drinne. Der auch. Uiuiui. Haben sie schon die ganze normale Munition verballert. Naja. Da habe ich jetzt natürlich nicht gerechnet, dass sie ungefähr, dass sie wirklich dahin kommen. Ja. Da machen wir kurz erstmal Schluss, sonst kommt das Ding wieder nicht hinterher. So, also kommt hier meine Munitionsfabrik nicht hinterher. Gut, ich könnte es natürlich so machen, dass ich halt da noch eine hinsetze. Naja, aber trotzdem, es sollte ausreichen. Jo, dann bräuchte ich mal Strom von euch. Nee, schade, alles auf einmal kann ich nicht bedienen. So. Und das waren die. Ja, wie gesagt, ich will erstmal die Basis sicher haben. Danach kann ich mich um alles andere kümmern. Na, ich habe halt das Glück, dass sie halt von unten noch nicht angreifen. Ja, Panzerbrechende ist natürlich besser. Die brauchen dann weniger, als sie mit normaler Munition brauchen würden. Ja. Ach ja. Nee, ich baue das doch nochmal ein bisschen anders. So. Ach ja. Zwei sollten ja wirklich ausreichen. So. Ja. Okay.
Diese beiden Klamotten brauchen wir ja. Hier. Ja, wenn die Basis sicher ist, dann können wir uns ganz in Ruhe drauf konzentrieren. Ja. Können wir uns denn ganz in Ruhe drauf konzentrieren? Mit der Forschung und alles. Ich meine, diesmal klappt das halt nicht. Dieser Trick halt mit den Dingens. So, ich könnte schon mal die Mauer fertig bauen unten. Ja, das ist ja ein Wrack. Gesehen. Oh. Schön. So, damit ich nicht so viel Holz schlagen muss, machen wir es lieber anders. Nur zu den Fluss da hinten. Alter! Und die Mauern haben doch nicht ausgereicht, ne? Ja, wir sind die untere Seite, die haben wir dann bald auch. Komplett abgesichert. Naja. Kommen die Öfen ja schon nicht mehr richtig hinterher. Jetzt kommen die Öfen schon nicht mehr richtig hinterher. Und momentan wird ja auch keine Munition verbraucht. Das ist schon nicht schlecht. Also momentan wird ja auch keine Munition verbraucht. So, die Türmchen auch mal reparieren. Ja, später, wenn man dann halt diese Drohntürme hat, ist es dann wirklich leichter. Dann hat man wenigstens auch Reparaturroboter und alles. Ja. Dann ist das schon ein bisschen leichter alles. Die reparieren dann nämlich von automatisch die ganzen Türme, Gebäude. Ja, alles was kaputt ist, ne? So, die ganze Scheiße immer repariert. Guti. Was hätte ich mir eigentlich wirklich sparen können hier? Das hätte ich mir wirklich sparen können. Einfach zack, hier nach oben und das war's.
Ach nee. Ja, man könnte mir glauben, das lohnt sich. Ja, doch, ich kann mich nämlich noch an die Mission erinnern. Da habe ich es nämlich genauso gemacht. Das erinnere ich mich nämlich wieder. Hatte ich es nämlich genauso gemacht. Mich halt die ganze Zeit hier mit der Mauer verteidigt. Nee. Ach, naja, ihr seht es ja. Die Förderbänder dauern noch ein bisschen. Ich. Ach ja. Oh Mann. Natürlich wieder die Förderbänder. Ah, könnt ihr mal sehen hier. Drei Lichtbogenöfen schaffen es schon nicht wirklich. Diese zwei Fabriken an Laufen zu halten, das ist schon heftig. Naja, Leute, aber das soll es erstmal wieder gewesen sein für heute. Das dauert noch ein bisschen, bis die Förderbänder da fertig sind. Und dann kann ich den unten den Rest dann zumachen. Und dann sollte ich eigentlich ziemlich gut verteidigt sein. Ja Leute, dann bedanke ich mich wieder vielmals fürs Zuschauen. Würde mich auch freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Über Daumen, Kommentare würde ich mich natürlich auch sehr freuen. Also bis zum nächsten Mal. Ciao.